Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also für diese Sendung habe ich mir eigentlich zwei verschiedene Anfänge zurechtgelegt. Der eine Anfang würde lauten, Gesetze, die von Göttern oder von Menschen geschrieben werden, die beginnen mit den drei Worten, du sollst nicht. Naturgesetze beginnen mit, du kannst nicht. Und damit rufen sie natürlich Widerspruch, zum Widerspruch auf. Ja, und Naturwissenschaften hat vor allen Dingen was damit zu tun, ob es nun möglich ist, A, diese Naturgesetze zu umgehen oder ob es andere Naturgesetze gibt. Also eigentlich haben sie nichts damit zu tun, sie zu umgehen. Denn das werden wir sehen in der Sendung. Umgehen kann man die Naturgesetze nicht. Aber der Inhalt der Naturwissenschaften ist, finde die Naturgesetze. Der andere Anfang wäre so gewesen. Wenn es früher hieß, der Iwan steht vor Florida, dann dachte man, dass die Sowjetunion ihre U-Boote vor Florida stationiert hat und dass also die Welt kurz vor einem Atomkrieg steht. Dann haben die Amerikaner mit den Sowjetrussen verhandeln können. Und es ist ja dann auch Gott sei Dank nicht zum Krieg gekommen, damals in Kuba. Wenn es heute heißt, der Iwan steht vor Florida, dann geht es um einen Wirbelsturm. Und mit dem kann man nicht verhandeln. Denn der Wirbelsturm ist ein Effekt der Naturgesetze und mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Also die Naturgesetze, das ist offenbar etwas ganz Ehernes, was Verlässliches, etwas, ja, was sind sie denn nun eigentlich, die Naturgesetze? Das Thema der heutigen Sendung ist, was sind Naturgesetze? Und eigentlich müssen wir gleich in Römisch 1 dahinter klemmen, denn das Thema ist so groß, das schaffe ich nicht in 15 Minuten. Naturgesetze sind etwas außerordentlich Wichtiges für unsere Erkenntnisfähigkeit. Andererseits sogar Gegenstand von ganzen Wissenschaftsbereichen, die über alle Maße sich damit beschäftigen, wie die Natur funktioniert. Also Naturgesetze, was sind Naturgesetze? Beginnen wir erstmal ganz historisch. Der Mensch hat schon immer versucht herauszufinden, was hat diese Welt von mir, also in mir, meine Visionen, Hoffnungen und Ängste, ja, mein inneres Sein mit der Welt da draußen zu tun, mit der Welt der Dinge. Wie wir heute als Physiker zumindest sagen würden, da draußen in der Welt der Dinge, da gibt es Erhaltungssätze, Symmetrien, da sind Differentialgleichungen am Werk. Und schon habe ich fast alles benutzt, was wir brauchen, um Naturgesetze, wie ich sie als Physiker verstehe, eigentlich zu beschreiben. Naturgesetze beschreiben Phänomene, die entweder beobachtet worden sind oder die man vermutet in realen Systemen. Meistens sind Naturgesetze etwas, die wir in der Physik zumindest in Form einer bestimmten Sprache formulieren, nämlich in Gleichungen. Also mit anderen Worten, wir benutzen Mathematik. Naturgesetze sind also zunächst einmal vom Menschen formuliert. Aber was sollen sie formulieren? Nun, sie sollen formulieren, wie Natur funktioniert. Gibt es Regeln, die sich in der Natur finden lassen, um herauszufinden, was könnte als nächstes passieren, beziehungsweise können wir uns die Regeln, die in der Natur gültig sind, ich unterscheide schon zwischen Regeln und Gesetz, denn die Ausnahme, ja, es gibt ja Ausnahmen von der Regel, aber es gibt, werden wir noch sehen, wir wollen also herausfinden, wie sind die Zusammenhänge in der Natur. Und um das möglichst gut zu können, brauchen wir sozusagen Handlungsanweisungen dafür, was passiert, wenn ganz gewisse Dinge geschehen sollen. Das war schon eine Frage, die Platon und Aristoteles gestellt haben. Wie funktioniert die Natur? Und damit ist natürlich in gewisser Weise so als Untergrund schon mal vorausgesetzt, dass man die Natur verstehen kann. Das ist eine der ganz wichtigen Grundlagen unseres naturwissenschaftlichen Tuns, dass wir der Meinung sind, man kann die Welt verstehen. Wenn man sie verstehen kann, dann muss es gewisse Zusammenhänge geben, die sich in der Tat völlig objektiv formulieren lassen. Das Interessante ist, das finde ich wirklich interessant. Objektiv heißt hier, ich kann die Dinge in der Natur verstehen, ohne dass ich mich selbst verstehen muss dabei. Ja, das ist ja nicht immer. Häufig versteht man ja nur Dinge dann, wenn man einigermaßen mit sich selbst im Reinen ist. Bei der Naturwissenschaft ist es ganz anders. Da kann ein Naturwissenschaftler muss sich nicht selbst verstehen, um zum Beispiel zu verstehen, wie die Planetenbahnen funktionieren, wie die Planetendynamik ist, warum sich Planeten in einer gewissen Art und Weise nur um einen Stern bewegen können und nicht irgendwie. Also Naturgesetze sind für uns ein zentrales Thema in den Naturwissenschaften, obschon wir uns nicht ständig explizit damit beschäftigen. Wir gucken nicht ständig, wo sind die neuen Naturgesetze, sondern was machen wir? Wie gehen wir vor? Naturgesetze, wie ich schon sagte, beschreiben beobachtete oder vermutete Erscheinungen in der realen Welt. Was ist denn die reale Welt? Fangen wir mal an. Das ist jetzt schön. Das wird eine Aufstellung. Fangen wir mal ganz an. Ganz klein an. Quarks. Quarks bauen Protonen auf. Protonen und Neutronen bauen Quarks auf.
Also wir haben schon drei reale Systeme. Diese Protonen und Neutronen bauen einen Atomkern auf. Zusammen mit den Elektronen haben wir also Quarks, die die Protonen und Neutronen den Atomkern aufbauen, haben wir ein Atom. Atome bauen zusammen Moleküle auf. Viele Moleküle zusammen bauen zusammen Makromoleküle auf. Makromoleküle bauen zum Beispiel Planeten auf oder Lebewesen auf. Lebewesen leben auf Planeten. Planeten drehen sich um Sterne. Sterne sind in Galaxien. Galaxien sind in Galaxienhaufen zusammen. Galaxienhaufen sind häufig in Galaxien-Superhaufen zusammen. Und das Ganze in einem einzigen Kosmos. Und dazu gehören noch Kristalle, Flüssigkeiten und so weiter. Also das sind alles reale Systeme. Daneben gibt es noch, wie soll man sagen, individuelle Systeme, also mich zum Beispiel, ne, oder den Thomas. Ne. Also es sind individuelle Systeme, wir haben individuelle Eigenschaften, aber wir sind real. Ne. Dann gibt es noch Artefakte, Gabeln, Pendeln, ein Laser, eine Uhr, die Kamera, der Fernsehapparat. Das sind Artefakte. Alles das, meinen wir, muss durch Naturgesetze beschrieben sein können. Und das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich außerordentlich schwierig, da im Einzelfall ein Naturgesetz herauszufinden, was dafür zuständig ist, dass der ganze Prozess, zum Beispiel jetzt ne, mich als Harald Lesch, wie funktioniert. Da kann man den durch ein Naturgesetz beschreiben. Das ist sehr, sehr schwer. Also mich wird man wahrscheinlich genau wie Sie auch, ja, man wird überhaupt keinen Menschen durch ein Naturgesetz beschreiben können. Aber man könnte sich überlegen, und da sind wir schon bei dem Verfahren, wie wir Naturwissenschaften betreiben, wir könnten das System reduzieren. Wir betrachten, wie soll man sagen, gewissermaßen Mickey-Maus-Systeme, also Spielzeugsysteme, um herauszufinden, was sind denn die einzelnen Einflüsse, die dazu führen, dass etwas passiert. Damit wir das tun können, damit wir überhaupt irgendetwas in dieser Welt erkennen können und namentlich auch Naturgesetze erkennen können, sind gewisse Voraussetzungen notwendig. Diese Voraussetzungen bestehen zum Beispiel darin, dass man zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden kann. Man spricht von Kausalität. Also die Ursache hat eine Wirkung zur Folge. Jetzt nicht gleich, dass diese Wirkung auch noch zurückwirkt auf die Ursache, sondern wir betrachten etwas Einfaches, eine 1:1 Beziehung zueinander. Damit kann man gut arbeiten. Je einfacher diese Beziehung ist, das heißt, je isolierter wir ein System in den Naturwissenschaften betrachten können, isolierter nämlich von der Umgebung, umso einfacher und klarer werden die Gesetze werden, die wir dabei herausfinden. Das heißt, das ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt wieder auf die Ausgangsfrage zurückgehe, was hat denn die Welt in mir mit der Welt da draußen zu tun? Die Welt um mich herum ist ja gar nicht so einfach, die ist ja sehr kompliziert. Und trotzdem hat es sich erwiesen, dass dieses reduktionistische Verfahren, nämlich eine Frage an die Natur zu stellen, genau eine Frage an die Natur zu stellen, um dann auch nur eine Antwort zu bekommen, möglichst, wenn es geht, im Rahmen der Messgenauigkeit natürlich, dass sich das als außerordentlich erfolgreich ergeben hat. Das ist das Verfahren, wie wir versuchen, an die Naturgesetze heranzukommen. Es ist aber die Frage dieser Sendung ja nicht, wie kommen die Physiker an die Naturgesetze ran, sondern was sind denn nun Naturgesetze? Naturgesetze sind vom Menschen formulierte Zusammenhänge in der realen Welt zwischen tatsächlich beobachteten Phänomenen oder vermuteten Erscheinungen. Aber wir kommen eben an die Naturgesetze nur ran, indem wir etwas tun. Sie werden uns nicht geschenkt, ja? Also wir müssen Fragen stellen und dann kriegen wir auch Antworten. Also das heißt, die Frage nach den Naturgesetzen ist automatisch sofort auch eine Frage danach, wie man nach Naturgesetzen überhaupt suchen kann. Und vor allen Dingen dann natürlich auch, wie gelten die? Gelten die überall? Oder gelten die nur partiell, also teilweise? Gelten die nur für ganz bestimmte Bedingungen? Oder gelten die im ganzen Kosmos und so weiter? Naja, also kann ich natürlich schon mal jetzt hier so ganz triumphal sagen, und das wissen natürlich alte Alpha Centauri-Seher und Seherinnen längst, ne, wissen ganz genau, wovon ich spreche, die Naturgesetze, die wir auf der Erde finden, für den Aufbau, ich sag's nochmal, von Quarks, Protonen, Neutronen, Atomkernen, Atomen, Molekülen und so weiter, bis hin zum ganzen Kosmos, gelten überall im Kosmos. Die Naturgesetze, die wir finden, wie zum Beispiel Gravitation, Elektromagnetismus, die Kernkräfte, die gelten überall im Kosmos. Wenn die nämlich nicht gelten, wenn sie nicht gelten würden, um diesen schlechten Konjunktiv zu verwenden, dann könnten wir gar keine Astrophysik betreiben zum Beispiel. Na? Denn nur dadurch, dass wir annehmen können, dass ein Atom, zum Beispiel ein Sauerstoffatom, sich hier auf der Erde mit seinen Strahlungseigenschaften genauso verhält wie Lichtjahre oder Megalichtjahre von uns entfernt, na? Nur dann können wir überhaupt aus der Strahlung ablesen, aha,
da hat ein Sauerstoffatom tatsächlich Strahlung abgegeben. Wenn das nicht so wäre, hätten wir gar keine Möglichkeit. Also Naturgesetze sind für uns Physiker sozusagen eine Handlungsanweisung. Und sie sind die Grundlage unseres physikalischen Tuns. Solange man keine Naturgesetze zur Verfügung hat, kann man auch keine überprüfen. Und das Irre ist jetzt, die Naturgesetze, die wir gefunden haben bis jetzt, sind ein Minimalprogramm. Die müssen mindestens gelten. Also zum Beispiel diese vier Wechselwirkungen. Ja? Im ganzen Universum wird sich die Gravitation so verhalten, wie sie das in unserer Umgebung tut. Die wird nicht irgendwie anders werden. Im ganzen Universum ist ein Elektron ein Elektron. Da können Sie machen, was Sie wollen. Ja? Jedes Mal, wenn Sie einatmen, testen Sie bereits Naturgesetze. Denn die Sauerstoffmoleküle, die Sie in sich aufnehmen, die sich in Ihnen, ja, mit dem Blutfarbstoff verbinden werden, ja, die haben keine eigenen Hoffnungen, Visionen und Ängste, sondern die verhalten sich so, wie Sauerstoffmoleküle sich im ganzen Universum verhalten. Ja? Wenn die entsprechenden Bedingungen da sind, dann verbinden die sich. Ansonsten tun sie es nicht. Aber das hängt nicht davon ab, in welchem Körper das passiert, in welcher Umgebung, sondern nur von den physikalischen Randbedingungen, von sonst gar nichts. Denn die Einzelteilchen sind völlig unabhängig von einer Individualität. Die sind nicht individuell. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Gesetz. Das heißt, dadurch, dass wir in der Lage sind, gewisse Fragen an die Natur zu stellen, ja, ist es uns gelungen, eine große Bandbreite von Naturgesetzen herauszufinden, die tatsächlich überall im Universum gültig sind. Das Dumme ist jetzt nur eines. Mit Naturgesetzen kann man nicht verhandeln. Wir haben keine Möglichkeit, die Naturgesetze sozusagen zu umgehen. Ja? Gesetze kann man umgehen. Ja? Steuer kann man schon mal hinterziehen, schon mal schneller fahren, als erlaubt ist. Denn Gesetze, die von Menschen gemacht worden sind, die kann man, Naturgesetze nicht. Da haben sie überhaupt keine Möglichkeit, nichts. Ja? Naturgesetze geben nicht nur für die Naturwissenschaftler eine klare Handlungsanweisung, sondern in gewisser Weise im Rahmen ihrer Gültigkeit auch Handlungsanweisung daran, wie man sich in der Natur verhalten soll. Es ist zum Beispiel völlig hirnrissig zu glauben, wenn man mit 180 in eine 90-Grad-Kurve fährt, dass diese 90-Grad-Kurve, nur weil ich es will, dass die sich wieder gerade biegt. Das wird nicht passieren. Sondern im Gegenteil, man kann vorhersagen, was passiert. Der Fahrer mit dem Auto wird also quasi aus der Kurve rausgetragen werden, weil gewisse Kräfte auftauchen, die immer auftauchen, wenn ein Körper mit einer gewissen Trägheit in seine Richtung, eine Richtungsänderung erfährt. Das wird immer so sein. Das ist ein Naturgesetz. Da ist nichts dran zu machen. Und das ist das wahnsinnig Schwierige für uns, dass wir also an Naturgesetzen offenbar nicht vorbeikommen. Was haben wir für Naturgesetze? Lichtgeschwindigkeit, da geht nichts drüber. Jeder massebehaftete Körper ist nur in der Lage, an die Lichtgeschwindigkeit heranbeschleunigt zu werden, dann ist Feierabend. Lichtgeschwindigkeit, wichtiger Punkt. Heisenbergsche Unschärferelation nagelt uns fest, wenn wir sehr tief in die Materie einsteigen, dann werden die Informationen immer unklarer. Und zwar deswegen, weil wir Quantenzustände haben, die sich überlagern können. Da haben wir keine Möglichkeit mehr. Das heißt, wir haben Grenzen. Also ob es nur die Lichtgeschwindigkeit ist oder der Schwarzschildradius, wenn ein Körper sehr kompakt wird, hat er keine Möglichkeit mehr, Informationen mit dem Universum auszutauschen. Naturgesetze sind quantitativ formulierte Zusammenhänge für vermutete oder beobachtete Erscheinungen in der realen Welt. Und ein großer Kenner der Materie, Johann Wolfgang von Goethe, schrieb mal, die Natur hat sich so viel Freiheit vorbehalten, dass wir mit Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beikommen oder sie in die Enge treiben können. In diesem Sinne.